Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal mit einem etwas anderen Video. Ihr habt euch gewünscht, dass ich mal so ein paar Systeme zusammenstelle bei Geizhals und euch dann mal zeige, was man so im Low-Budget-Systembereich machen kann. Im Bereich 1000 Euro und dann habe ich noch einen für 1150 gemacht. Das ist ja eher so die günstige Preisspanne. Und wir gehen jetzt einfach mal einzeln durch. Beim Low-Budget-System haben wir eine 500 GB Crucial P2 SSD. Die wird einfach nur aufs Board geschraubt. Ihr kennt das ja schon aus den anderen Videos. Für aktuell 51,79 €. Eins noch vorweg, habe ich gerade ganz vergessen. Es ist so, ich habe die Systeme zusammengestellt, habe dann einen Tag später das Video gemacht, beziehungsweise mache es gerade und die sind alle gestiegen im Preis. Das heißt, wenn da jetzt 1000 Euro PC steht und da kommt dann 1050 bei rum, dann ist das einfach nur wegen der Preisspanne, weil die gestiegen ist. Sehen wir auch gleich nochmal. Deswegen nagelt mich bitte nicht auf diese Bezeichnung fest, es kann immer mal wieder zu Sprüngen kommen. Als Prozessor haben wir einen AMD Ryzen 5 2600X. Das ist zum Zocken ausreichend, aber halt wirklich low budget. Wir haben mal früher ein System zusammengestellt, der lief auch auf dem 2600er. Wir konnten auch darüber streamen, das war dann aber mehr so Mittelklasse. Lieber nur zum Zocken verwenden, dieses System. Ihr könnt versuchen zu streamen, sowas wie Among Us oder Minecraft, das geht dann natürlich noch, aber sobald es in Richtung AAA geht, da macht das nicht mehr Sinn. Als Arbeitsspeicher haben wir Crucial Ballistic Rot DIMKit 16 GB DDR4 3000. Eigentlich nehme ich ja sonst immer 3200er. In dem Fall nehmen wir 3000er, weil es eben auch nur der 2600er X ist von AMD. Und wie ihr mich kennt halt, ist es kein G-Skill AE, es ist wirklich Crucial. Beziehungsweise bei den anderen PCs wird auch gleich kein G-Skill verbaut. Ich hatte jetzt übrigens wieder den Fall. Ich habe G-Skill RAM, beziehungsweise ich habe einen Kollegen gehabt, der bringt einen Rechner vorbei. Da war G-Skill drin, war defekt. Wie es halt so ist, ne? Also ist jetzt schon der dritte Fall gewesen. Diesen RAM packen wir für 80 Euro in den Warenkorb, beziehungsweise er ist jetzt natürlich schon im Warenkorb. Als Grafikkarte auch Einsteigermodell EVGA GeForce GTX 1660 Super SC Ultra. Ist natürlich jetzt nicht das top aktuelle Modell, ist klar. Aber zum Zocken reicht die erstmal aus. Wie gesagt, wir bewegen uns hier im Budget-Bereich, dass ihr euch alle mal so einen PC leisten könnt. Mit dem könnt ihr auch AAA-Titel spielen. Ja, aber dann müsst ihr euch darauf einstellen, nur Full HD und bitte vielleicht auf Medium-Einstellung, vielleicht sogar niedrig. Ich weiß nicht, wie sich die Grafikkarte bei sowas verhält, aber 400 Euro ist auch viel zu viel für diese Grafikkarte. Aber ihr kennt den aktuellen Markt, ja? Von daher kann ich nicht mehr viel zu sagen sonst. Als Mainboard, da wird es jetzt schon ein bisschen interessanter, habe ich ein Gigabyte B450M DS3H Variante 2 bzw. Version 2. Da habe ich natürlich auch darauf geachtet, dass ihr 4 RAM-Steckplätze habt, dass ihr auch in Zukunft noch erweitern könnt. Hier unten habt ihr einen Slot für die Grafikkarte, der hier wird sowieso verdeckt. Und den dritten, den könnt ihr jetzt natürlich benutzen für zum Beispiel eine Capture-Card oder ähnliches. Wenn ihr jetzt, sage ich, auf der Switch oder Xbox oder so spielt und wollt, dass diesen Rechner sie einfließen lassen, dann braucht ihr eine Capture-Card und könnt dann auch sowas streamen. Das Board hat auch schon einen M.2-Slot für eine NVMe-SSD und die haben wir ja auch im Warenkorb drin. Die wird hier drauf geschraubt. Wenn ihr sonst erweitern wollt, speichermäßig, müsst ihr hier unten die SATA-Ports nutzen, aber das ist ja klar. Anschlussmöglichkeiten haben wir 8x USB, also 4x USB 2.0 und 4x USB 3.0. DVI und HDMI benutzt ihr bei diesem natürlich wieder nicht, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Den PS/2-Anschluss benutzt ihr auch nicht. Einen ganz normalen Netzwerkanschluss. Also wenn ihr WLAN braucht, müsst ihr euch halt einen USB-Stick besorgen, beziehungsweise so eine PCI-Express-Karte. Dann wird natürlich das Thema mit der Capture-Card wieder hinfällig, weil dann die WLAN-Karte diesen Slot belegt. Und natürlich Mikrofon, Kopfhörer und Line-In, was man halt als Standard so braucht. Als Gehäuse haben wir ein sehr günstiges Gehäuse genommen von Intertech. Ich weiß nicht, wie die Qualität da ist. Ich glaube, für 24 Euro kann man jetzt nicht allzu viel erwarten. Reicht allerdings vom Platz her einigermaßen aus. Es ist natürlich jetzt nur die 1660 Super, die sollte da reinpassen. Wenn jetzt in Zukunft eine größere Grafikkarte da rein soll, wird das hier eng. Da müsst ihr vielleicht mal gucken, ob ihr ein anderes Gehäuse nehmt, aber für dieses System reicht das erstmal völlig aus. Als Netzteil habe ich diesmal ein Netzteil von Enermax genommen. Ich nehme ja sonst BeQuiet, aber wir mussten halt ein bisschen sparen und ich selber habe auch ein Enermax-Netzteil in meinem System, von daher ich bin damit zufrieden. Sind auch nur 400 Watt, wie gesagt, für dieses System völlig ausreichend, aber natürlich, wenn ihr jetzt eine 3070 oder so da reinknallen wollt, dann funktioniert das natürlich überhaupt nicht. Da braucht ihr schon so 600 bis 700 Watt, aber wir wollen ja günstig bleiben. Und da landet ihr bei dem kompletten System bei 800 Euro. Wenn ihr das jetzt nachstellen solltet, sagen wir mal bei Mindfactory, dann würde Mindfactory fürs Zusammenbauen 150 Euro nehmen. Das heißt, das ganze System würde 950 kosten. Ob sich das lohnt, ist eine andere Frage. Dieses Video richtet sich jetzt eher an Leute, die sich zutrauen, sowas auch mal selber zu bauen. Ansonsten fragt ihr halt irgendwie einen Bekannten, ob euch das für eine Kiste Bier zusammenbaut, ist ja auch kein Problem. Es gibt da draußen einige Leute, die das gerne machen. Und das wäre dann soweit das Low-Budget-System, wo ihr einigermaßen mit zufrieden sein könnt. Als nächstes hätten wir das 1000-Euro-System. Das ist jetzt natürlich ein bisschen stärker. Wir haben hier auch wieder eine 500 GB M.2 SSD. Dann aber den AMD Ryzen 3600, also nicht den 2600.
Der hat noch ein bisschen mehr Bums. Der reicht zum Zocken natürlich völlig aus. Da müsst ihr auch keine Abstriche machen. Zum Streamen reicht er auch. Wer ernsthaft in High-Quality streamen möchte und über die CPU rendert, muss natürlich auf was anderes zurückgreifen. Wir bleiben jetzt in dieser 1000-Euro-Spanne. Beim RAM habe ich diesmal zum Corsair Vengeance LPX Schwarz DimKit 16 GB gegriffen. Das ist schon 3200er. Das ist genau das, was der Ryzen 3600 auch gut ab kann. Der kostet 84 Euro. Die Preise bleiben ja relativ gleich. Mal kosten sie 90, mal 84 Euro. Ihr kennt das ja. Wenn ihr den mit RGB haben wollt, bezahlt er schon 100 Euro, das ist ja klar. Aber auch da mussten wir natürlich sparen. Als Grafikkarte haben wir hier schon eine deutlich stärkere Gigabyte GeForce RTX 2060 D6 6 GB Revision 2.0. So wie ich gehört habe, wurden die wohl wieder neu aufgelegt, damit der Grafikkartenmarkt wieder ein paar Grafikkarten zur Verfügung hat. Die kostet natürlich 498 Euro. Hier seht ihr auch diesen Preissprung. Hier ist schon 22 Euro drauf seit dem Zusammenstellen. Ist natürlich immer noch viel zu teuer für diese Grafikkarte. Allein schon die neuen, wenn wir jetzt mal nach einer 3060 gucken, die kostet 600 Euro, wenn ihr sie irgendwo günstig kriegt. Aber wir müssen diese 100 Euro leider einsparen. Beim Mainboard haben wir jetzt hier schon mehr Möglichkeiten. Das ist ein MSI B450 Tomahawk Max 2. Das könnt ihr auch mit einem BIOS-Update upgraden. Das andere, was ich eben gezeigt habe, natürlich auch. Da könnt ihr auch die 5000er Ryzen drauf laufen lassen. Steht hier auch CPU-Kompatibilität. Wie gesagt, erst nach einem BIOS-Update meistens. Da müsst ihr mal schauen. Es gibt natürlich jetzt schon Boards, die neuer sind, die mit einem frischeren BIOS auf den Markt kommen. Aber ihr wisst nie, was ihr kriegt bei den Händlern. Es sei denn, ihr fragt halt gezielt nach. Hier sieht das mit den Erweiterungsmöglichkeiten natürlich wieder ganz anders aus. Hier oben habt ihr gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, gut, die hatten wir eben auch. Hier kommt die Grafikkarte hin, die wird sowieso überdeckt hier von den Lüftern der Grafikkarte. Der hier, den könnt ihr zum Beispiel für eine WLAN-Karte, USB-Karte oder ähnliches benutzen. Hier unten könnt ihr auch eine Capture-Karte oder ähnliches reintun und hier habt ihr nochmal so einen Slot. Dazu habt ihr hier auch wieder den N.2-Slot für die SSD, einen zweiten hat der leider noch nicht, da mussten wir ein bisschen Abstriche machen. Wenn ihr den Speicher erweitern wollt, nehmt ihr entweder eine größere Festplatte oder ihr erweitert hier über die SATA-Ports. Dazu hat das Mainboard noch Beleuchtung, dann hat das Board USB-C, USB 3.1 und USB 3.0 und USB 2.0. Den DVI-Anschluss benutzt ihr natürlich wieder nicht, den PS-2-Anschluss natürlich auch nicht. Hier ist schon so ein Knopf, das könnte bedeuten, dass ihr sogar ein BIOS-Update quasi über einen USB-Stick machen könnt. Falls es nicht läuft, da braucht ihr dann keinen Prozessor für. Das ist ganz praktisch, sonst muss man immer einen alten Prozessor nehmen. Sagen wir mal aus der 3000er-Reihe, so wie er jetzt auch hier drin ist, damit ihr die 5000er-Reihe drauf zum Laufen kriegt. Es geht halt nur wieder bei mir immer um diese zukunftsweisenden Sachen. Da braucht ihr keinen Prozessor, dann stöpselt ihr quasi den USB-Stick mit dem BIOS hier an, drückt den Knopf und dann flasht er das von alleine. Das ist ganz praktisch, weil nicht jeder einen alten Prozessor zu Hause rumfliegen hat, ist klar. Ihr habt da wieder Netzwerkanschluss, dann habt ihr natürlich wieder Kopfhörer, Mikrofon, Line-In und 7.1-Systemanschluss. An und für sich ein grundsolides Board, überhaupt kein Problem. Dann habe ich bei dem Gehäuse diesmal zu einem Co-Link gegriffen, das hatte ich auch noch nicht zu Hause. Das kostet aber jetzt hier schon quasi das Doppelte wie bei dem anderen System. Das scheint auch einigermaßen gescheit zu sein von der Lüftung her. Hier vorne scheint ja so eine Infinity Mirror Front zu haben. Vom Platz her reicht das dann auch schon für die größeren Grafikkarten. Hier unten habt ihr die Netzteilbox und natürlich eine Glasscheibe an der Seite, wie die meisten Systeme das heutzutage haben. Hier oben so einen kleinen Staubfilter drauf. Ich denke, unten drunter wird er auch noch einen haben. Ist so ein durchschnittliches Gehäuse. Ihr könnt natürlich auch irgendwo 200 Euro ausgeben, euch einen Lian Li kaufen, aber das wird für das System auf jeden Fall ausreichend sein. Beim Netzteil haben wir dann diesmal schon zu einem Be Quiet Pure Power 11 500 Watt gegriffen. Nicht modular, weil modular kostet das natürlich nochmal eine ganze Ecke mehr. Reicht aber für dieses System von der Leistung her natürlich auch völlig aus. Kostet 60 Euro, die bewegen sich ja immer so in diesem Rahmen, sonst mal für 57, mal für 56, jetzt für 59. Und ihr seht, das System ist jetzt genau diese 20 Euro teurer geworden, dann wäre es ein 1000 Euro PC geworden. Und wie gesagt, wieder selber zusammenbauen oder eben die Sachen bei Mindfactory nachstellen und 150 Euro Latzen fürs Zusammenbauen. Ob sich das dann noch lohnt, ist eine andere Frage, dann vielleicht wirklich zu einem Fertig-PC-Hersteller gehen und das da zusammenstellen. Und dann hätten wir hier noch das 1150 Euro System, in dem Fall eine 1TB M.2, bei den anderen hatten wir ja nur 500 GB. Dann ist hier schon AMD Ryzen 7 3700X drin, kein 3600er mehr, der hat auch 8 Kerne, 16 Threads. Der andere hatte 6 Kerne, 12 Threads und der ist zum Streamen auch super geeignet. Wir haben damit sogar mal gestreamt, überhaupt kein Problem, da könnt ihr sogar über den Prozessor dann rendern. Wenn das Spiel nicht so ganz CPU-lastig ist. In dem Fall haben wir wieder denselben RAM genommen, wieder den 3200er Corsair Vengeance, genau das, was der Prozessor auch verträgt. Als Grafikkarte haben wir wieder eine RTX 2060 genommen für die 3060, das wäre wieder zu teuer geworden. Ich muss es euch wirklich so sagen, wenn ihr sie für 600 Euro bekommt, die 3060. Ihr könnt sie natürlich rein konfigurieren.
Der Rest passt. Wenn ihr jetzt sagt, ich möchte keine 2060, dann nimmt er eine 3060. Das ist überhaupt kein Problem. Netzteil und so macht das alles mit, das Mainboard auch, klare Sache. Beim Board haben wir jetzt schon den B550-Chipsatz. Der ist natürlich genau für die 5000er-Reihe von AMD ausgerichtet, wenn ihr jetzt in Zukunft irgendwie noch den Prozessor aufrüsten wollt. Und es hat schon PCI Express 4.0. In dem Fall haben wir wieder gekühlte Spannungswandler, eine schöne I/O-Blende hier, die geschlossen ist, 4 RAM-Bänke. Hier kommt die erste M.2 SSD rein, hier kommt die Grafikkarte rein. Den Slot haben sie diesmal weggelassen, weil sie wissen, dass der Lüfter das überdeckt. Dann haben wir den noch zum Erweitern, den noch zum Erweitern, den noch zum Erweitern. Und hier unten habt ihr noch einen M.2-Slot. Das heißt, wenn ihr nochmal 1 oder 2 Terabyte da reinschrauben wollt, von mir aus auch 4 Terabyte, überhaupt kein Problem, dann könnt ihr das hier über diesen Anschluss ermöglichen. Ansonsten habt ihr hier noch die SATA-Anschlüsse. Ihr habt da wieder USB-C, wie gesagt, so eine Logitech Streamer Webcam, die hat auch schon USB-C. Könnt ihr natürlich einen Adapter benutzen, aber ist halt schön, wenn es auf dem Board schon vorhanden ist. Dann haben wir hier noch USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0, 4 Stück davon. DisplayPort HDMI benutzt ihr wie immer nicht, weil der Prozessor keine Grafikeinheit hat. Der PS/2-Anschluss für Tastatur und Maus, falls die USB mal abrauchen. Dann haben wir hier noch Netzwerkanschluss, Mikrofon, Lautsprecher und Line-In. Und natürlich für 7.1-System mit dem optischen Ausgang, Toslink nennt er sich. Hier oben wieder das BIOS-Flash-Button-Ding. Und ich denke auch, weil der hier so umrahmt ist, der USB-Anschluss, ist das genau der, wo ihr den Stick dann reintut. Ihr braucht es jetzt natürlich nicht. Ihr habt einen 3000er Ryzen, der rennt da auf jeden Fall drauf. Ein 5000er braucht eventuell ein BIOS-Update. Aber selbst wenn ihr keinen 3000er hättet, könnt ihr einfach nur USB-Stick reinstecken ohne Prozessor und dann BIOS flashen. Ist ganz angenehm. Diesmal nehmen wir auch nicht den Boxlüfter, sondern den BeQuiet Purock 2 Black. Der sieht A geil aus und B hat dann eine bessere TDP als der normale AMD-Kühler. Das heißt, der Prozessor wird besser gekühlt. Ihr könnt natürlich auch eine Wasserkühlung hier reinbasteln. Die kostet dann, sage ich mal, 60 Euro. Dann sind wir aber schon wieder viel zu hoch vom Preis her. Aber ihr könnt es natürlich machen. In dem Fall wieder dasselbe Gehäuse von Kolink, das Void RGB Schwarz mit Glasfenster. Und wieder das 500 Watt BeQuiet Pure Power 11. Wenn ihr den noch zukunftsweisender ausrüsten wollt, dann packt zumindest 600 oder 700 Watt rein. Für das System reichen 500. Wenn ihr mit dem Gedanken spielt, ich kaufe mir irgendwann einen 5000er Ryzen und vielleicht noch eine dickere Grafikkarte, eine 3070 oder gar eine 3070 Ti, 3080, dann braucht ihr auf jeden Fall ein stärkeres Netzteil. Ich sag's euch so, wie es ist. Und da landen wir bei 1175 Euro. Ihr seht hier auch schon wieder, seit dem Zusammenstellen sind genau diese 25 Euro draufgekommen. Ich hatte mir vorgenommen, für 1150 dieses System zu machen, aber leider haben sich diese 25 Euro wieder dabei gemogelt. Ich könnte schwören, das war die Grafikkarte. Ja, das war zum Teil die Grafikkarte. Gut, das Mainboard ist 10 Cent teurer geworden, ja meine Güte, aber es ist halt wieder wegen den Grafikkarten so. Wenn euch noch weitere FPS-Tests oder so interessieren, was jetzt die Grafikkarte und den Prozessor angeht, der Rest passt ja vom System. Dann gebt bei YouTube zum Beispiel bei diesem hier ein Ryzen 7 3700X und die Grafikkarte, die RTX 2060, und dann seht ihr auch, wie viel FPS die beiden im Zusammenspiel machen. Der Rest ist in Ordnung, der RAM ist super mit seinen 16 GB und 3200 MHz, das Board ist okay, die Festplatte macht jetzt bei der Leistung auch nicht so viel aus und ich denke, damit könnt ihr ganz zufrieden sein. Wie gesagt, sucht euch YouTube-Videos dazu raus, was die FPS angeht, dann habt ihr auch ungefähr einen Wert. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, ich würde mich sehr freuen. Schreibt auch gerne was in die Kommentare, was ihr vielleicht noch verändert hättet. Joint unseren Discord, viele nette Leute da, helfen auch gerne, wenn ihr Fragen habt. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und ciao, ciao.